Ja, Control. Wir machen ein bisschen Control. Aber ein neues Spiel. Ein neues Spiel. Dadurch wird dein gesamter Fortschritt von früher, ja. Weil ich habe es schon einmal gespielt. Das Spiel Control. Kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film, diesem Gefängnisfilm, wie hieß er noch gleich. Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild, es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig, es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Ist da Hi. jemand? Ich muss mal kurz Optionen, Anzeige. Ich mag das, mag ich nämlich gar nicht. Unschärfe bei Bewegung. Bewegungsunschärfe, danke. Sowas hasse ich. Danke. Sowas kann ich überhaupt nicht. Jo. Ja, gefällt mir viel besser. Was ist das? Piep, piep. Erinnerung. Verbotene Gegenstände. Piep, piep. Ich glaube, wir haben einen Alarm, ha? Huh? Habe ich schon meine Waffe? Nö, habe ich noch nicht. Hallo, was geht? Aha. Papa, Papa, bist du es du? Bist du es, Papa? Ich habe dich auch immer nur von hinten gesehen, als du mich verlassen hast. Erstmal fett scheißen. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen. Habe ich schon die. Nee, ich habe die Fähigkeit noch nicht. Schade. Hallo? Papa! Hey, Entschuldigung. Ja.
Ich weiß, Trio. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Mit. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich hab dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Ich glaube, ich muss in den Aufzug. Hä? Ich bin im Kreis gelaufen. Dieses Siegel. Lang her, dass ich das gesehen habe. Aber ich sehe es in meinen Träumen. Nee, stopp, wir sind nicht im Kreis gelaufen. Wir sind doch gerade hier durch eine Tür durch. Also, wir sind nicht im Kreis gelaufen. Oder sind wir im Kreis gelaufen? Nee, wir sind nicht im Kreis gelaufen. Also, die Verwirrung fängt schon am Anfang an. Weil die Tür war nicht da. Pass auf. Okay, wir können nicht zurücklaufen. Jetzt wollte ich es euch zeigen. Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Oh, stopp. Sorry. Control. Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Schaut nicht sehr ansprechend aus. Alarm! Ich muss mir vorstellen, einfach in so eine Behörde reinlaufen. Jetzt kommt mal lang.
Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Die Amtswaffe. Dieselbe Waffe. So, jetzt habe ich eine Waffe. Da kommt etwas. Die Bedrohung. Ein Angriff. Flechten aus Direktor. Die Behörde schützen. Hast du das gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Draußen ist es ruhiger geworden. Ist das sicher?
Die Hotline, sagt der Tote. Okay. So, wir können Waffen modifizieren oder haben auch persönliche Modifizierung, also Energiewiederherstellung. Das ist jetzt zum Beispiel für den Psy-Schlag. Für die Waffen haben wir noch nichts. Da haben wir gerade einen Platz. Wir können Waffen modifizieren und uns selbst auch modifizieren. Wir können so Zeug herstellen. Wir haben Missionen. Sammelobjekte, Multimedia, was wir alles so kennen. Die ganzen Schriftverkehre, Fallakten, hier die Amtswaffe zum Beispiel und hier Aufgaben der Behörde, Fotografie von Direktor Trench. So, Ausrüstung, aktuell haben wir nur eine Waffe, mehr noch nicht. Das sind die Stimmen, die wir die ganze Zeit hören. Und hier haben wir immer so einen Schutzraum, den wir uns mal zurückziehen könnten. Oder sonst irgendwas, wenn wir es bräuchten. Habe ich tatsächlich aber nie genutzt. Geschäftsleitung. Kannst du es hören? Das Zischen, das wohl nämlich andringen wollte. Das Zischen hat sich in alles hier reingegraben. Ist das Zischen dein Feind? Es ist unser Feind. Dieses Geräusch ist ansteckend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Wo? Ah, falsch. Postkontrollpunkte selber. Feind. Befall. Ausbeutung. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo?
Können Sie mich hören? Etza, nerv nicht so. Zur Behörde? Sind Sie noch bei Verstand? Was bin ich wohl, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jesse Faden, nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment, wir kommen raus! Direktorin Faden? Nennt mich Jesse. Okay, Jesse. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses... Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem... Und ich weiß, das klingt verrückt. Erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern. Das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach, ich kann nicht mal... Ach, Jesse, ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst... Kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also, ja, die Infizierten heilen? Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihrer Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Okay. Bist du dabei? Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. So, das ist jetzt hier ein Safe Spot, deswegen können wir hier aktuell nichts machen. Keine Waffe ziehen. Emily? Wo Emily? Jesse, hier drüben. Ja, wo? Wir brauchen einen Plan, Jesse. Ach, hier oben. Warum gehst du auf einmal weg? Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jesse. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also... Vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles.
Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Caspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagte, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Meets. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Was hat denn Mietze heute so anhänglich? Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Und Rio, wie findest du das Spiel bis jetzt? Unbekannter Anrufer. So, an so einem Kontrollpunkt können wir immer uns sozusagen Outfits geben oder schnell reisen. Und hier können wir auch die Karte sehen. Wir sehen, hier ist unser Zielgebiet. Wir waren hier noch nicht wirklich. Logischerweise. Wir sind hier in der zentralen Geschäftsleitung. Wir müssen jetzt uns langsam durcharbeiten und über, wo so Fragezeichen sind, sind Räume bzw. auch Kontrollpunkte. Und aktuell können wir hier noch nicht wirklich viel machen. Wir können schauen, ob wir noch eine zweite Modifikation haben. Hier zum Beispiel hier Lebensregeneration durch Sammeln von Elementen, Energieregeneration, Geschwindigkeit. Tatsächlich würde ich gern das hier nehmen und das hier würde ich gern zerlegen und das nehmen. Kopfschadenschuss so am Griff. So, Gegenstände haben wir hier ein paar. Hausinnenreinigung, versteckte Tendenz, nicht definierte Werte. Wir nehmen jetzt einfach mal das Einzige, was wir haben und packen das drauf. So, wir müssen jetzt in eine Richtung. Unser Begleiter, den wir haben, seit Ground Zero, zeigt uns den Weg. Immer. So, ab hier können wir kämpfen, deswegen können wir hier die Waffe wieder ziehen. Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht.
Durch Fensterscheiben und alles kann durchgeschossen werden. Nur mal so. Wir nehmen, versuchen wieder alles mitzunehmen. Wie immer. In jedem Spiel. Und gucken uns ruhig um. Hektik ist in dem Spiel tödlich. Wenn wir still wollen, müssen wir die hier abschießen. Weil wir hören ihre Gedanken und das Zischen. Aktuell sind wir noch relativ schwach. Wir haben noch nicht unsere Fähigkeiten freigeschalten, die uns die Macht gibt. Ich drücke immer E. Wollen wir hier rein? Okay, hier können wir noch nicht rein. Das ist nicht gut. Da können wir noch nicht rein. Also ignorieren wir es noch. Also ich kenne das schon. Einfach weil ich es halt schon mal gespielt habe. Das ist auch so ein fehlgeleitetes Experiment. Oder halt eins, was ich durch das Zwischennetz ausbreiten konnte. Wir können jederzeit auf die... Wir können nicht jederzeit auf die Karte schauen. Die Karte geht nur am Kontrollpunkt zum Gucken. Hier oben ist was. Aber da kommen wir nicht hin. Oder? War da was? Wir können jetzt halt hier rein hingehen. Das Zischen, es ist überwältigend hier. Da können wir aber nicht reingehen. Da sind wir uns einig. Genau, da können wir nicht hingehen. Wir müssen durch die Tür. War das die Tür hier? Müssen wir durch. Unzustellbare Briefe. Aber hier am Öffnen von dem sieht man schon, dass wir ein bisschen mehr Fähigkeiten haben. Und keine Sorge, die Fähigkeiten werden auch noch weiter ausgebaut werden, die wir haben. Das ist jetzt erstmal noch nur der Anfang. Den wir haben.
Nicht alle Glasscheiben kann man durchschießen. Aber schon viele. Die Gegner sind auch relativ taktisch. So, Kontrollpunkt säubern. Jetzt können wir uns hier schon da ganz anders da bewegen. Schauen Sie mal. 8 Zoll breit und mit einer Kapazität von sagenhaften 80 Kilobyte. Ha! Erbeutet von Kollegen bei der CIA mit Startcode sowjetischer Atomraketen. Nicht die Originaldiskette natürlich, aber... eine exakte Kopie, eine perfekte Fusion der Konzepte, die im Kollektivbewusstsein des Kalten Krieges herumschwirrten. Ein Gefäß. In jeder Hinsicht ein Auffangbecken unheilvoller Energien. Und sie kamen. Wir haben nicht alle Details, aber als Dinge um die Diskette plötzlich zu fliegen begannen, kam sie zu uns. Auch ein Objekt der Macht. ODM. Ups. Oh, und sie bringt Dinge telekinetisch zum Schweben. Hier flogen bereits... 30 Bleistifte. Und einmal schwebte sogar eine Tasse. Da bin ich mal noch nicht hin. Wir gucken uns hier noch ein bisschen weiter um. Weil jetzt sind hier neue Wege und Möglichkeiten frei. Hier in dem Raum. Da er sich ja verändert hat, sollten wir uns ein bisschen umschauen. Also jetzt kommen wir hier zum Beispiel in die Räume hier rein, wo wir gerade nicht rein konnten. Nehmen wir alles mit. So. Hast du gesehen, wie sich die Puppe noch gedreht hat zum Schluss? So. Okay, das macht mir etwas Angst. Ja, Quatsch. Muss es nicht. So, einmal voll heilen und wir gucken mal kurz auf G, weil wir haben Modifikationen gekriegt. Leben wäre natürlich mehr, also Leben haben wir drauf. Energieeffizienz machen wir weg.
Da ich aktuell noch nichts Lebenstechnisches brauche. Was haben wir hier? Das ist natürlich für den Schmetterer. Weniger Rückstoß. Der Schmetterer, also die Waffe selbst, kann sich immer wieder in andere Waffen umwandeln. Ist das richtig? Umwandeln ist das richtige Wort. Hier waren wir schon drin. Übrigens, die Türen gehen aus Respekt vor uns auf. Ne, Quatsch. Rauf oder da rein? Wieder eine Toilette. Ich wünschte, ich krieg bald meine schöne Fähigkeit. Wollen wir hier rauf oder gehen wir die Treppe rauf? Gehen wir erstmal die Treppe rauf und schauen, was da ein bisschen ist. Eine Tür, wo man nicht reinkommt. Aber wenigstens eine Kiste. Ah, stimmt, ich kann ja noch nicht fliegen. Die Richtung können wir noch nicht. Also das Problem an so einem Shelter ist, er bringt eigentlich gar nichts, weil du gar nicht schnell genug in den Shelter kommst. Wenn du mal echt Probleme hast. Ein Objekt der Macht. Sie sieht aus, als wäre sie vom Tischen gefallen. Wir müssen sie säubern. Wie geht's dahin? Ich glaube, da kriegen wir die Fähigkeit. Ich höre dich schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat hier das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht ihre Direktorin. Genau. Jetzt bekommen wir die Fähigkeit, die ist nämlich echt geil. Nicht runterfallen.
Da bist du ja. Du warst weg. Abgeschnitten. Ich habe es. Wie du es wartest. Das hilft mir, um das zu schaffen. Sonst können wir uns nicht da auch in Ruhe umgucken. Und wir haben halt jetzt die neue Fähigkeit, wir können das sozusagen alles, was wir wollen, bam, nutzen und werfen. Und das macht sehr viel stark. Wir haben die Fähigkeit der Diskette sozusagen aufgenommen in uns. Und dadurch haben wir ziemlich viel Kraft bekommen. Und dadurch sind wir nicht mehr drauf. Aber die Fähigkeit braucht halt nur mal Platz. Emily sagte, dass man durch den Postraum zur Hotline kommt. Also wir können jetzt hier unsere Wege frei räumen und hier mal reinschauen, was hier ist. Hier ist wieder eine Kiste. Das ist erst der Anfang der Fähigkeit. Also es wird noch krasser. Also das sind jetzt erst der Anfang der Fähigkeit. Es gibt noch ganz, ganz andere, die haben wir noch nicht, wo wir dann einfach ein Schild um uns bauen können mit so Objekten. Also wenn ich sowas nehme zum Beispiel, kann ich ein Schild um mich bauen. Hier vorne ist ein Kontrollpunkt, das ist schon mal richtig nice. Den holen wir uns doch direkt. Berechtigungsstufe 1. Damit sollte die Tür aufgehen. So, und wir holen uns den Kontrollpunkt. Und die Fähigkeiten können wir auch extremer machen und stärker machen. So, einmal ab an den Kontrollpunkt. So, pass auf. Jetzt sind wir hier. Hier waren wir gerade eben. Wir müssen hierher. Und das hier hinten ist unser Ziel. So. Ich habe hier wieder eine neue Modifikation. Das ist hier, Lebensregeneration vom Sammeln durch Dingern brauche ich jetzt nicht zwangsläufig gerade. Berechtigungsstufe 1, das ist schon mal schön. Das kommen wir jetzt überall da rein, wo wir gerade nicht reingekommen sind. So. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Hier ist wieder ein Shelter. Ich kenne leider das Eck hier. Und ich glaube, da war ein Raum, den ich damals nicht geschafft habe. Komische Musik.
America overnight. Wir mystifizieren die Funkwelle von 25 Jahren. Danke, dass Sie wach sind, Geister. Ich glaube, es war der Raum da oben. Da komme ich rein jetzt. Ich glaube, der Raum war das, wo ich damals gestorben bin. Ja. Hab's geschafft. Ah. Das war der Raum, wo ich damals echt Probleme hatte und es zwei, drei Mal probiert hatte. Es nicht geschafft hatte. Und jetzt, wenn ich so drin bin, denke ich mir, warum? Da kann ich nicht rein. Ich glaube, da muss ich gar nicht hin. Da kann ich noch nicht hin. Ich glaube, ich bin im Falschen. Wo muss ich hin? Da unten? Hier muss ich durch. Ja. Oh Gott! Erschreck mich doch nicht so.
Konzentrier dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Huh! Wer von den Idioten hatte die Idee, mich ins Spiel zu integrieren? Okay, ich war fast tot. Aber gerade so, dass ich Sinn bekommen habe. Hat geklappt. Wir haben überlebt. Gut, dass ich nochmal zuvor am Kontrollpunkt war. Wir gucken uns nochmal um, bevor wir weiter raufgehen. Aber dann machen wir uns jetzt den Weg auf. Okay, nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden bewertet. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna betroffen waren, wurde durch Schallwaffen in den Händen einer ausländischen Macht verursacht. Zahlreiche Mitarbeiter der Botschaft erlitten Schäden am Innenohr, aber die meisten wären voraussichtlich vollständig genesen. Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt. Aber ob das an einer dummen Lärmkanone lag? Gott sei Dank haben die Ärzte dort sie nicht untersucht. Ehrlich gesagt, wie hoch stand die Chance, dass ein gewandeltes Objekt in einer US-Botschaft auftaucht? Glück gehabt, was? So viel einfacher zu... Hey, nimmst du etwa immer noch auf? So. Alberto Tomasi. Hey, Random. Das Zischen hat ihn erwischt. So. Hotline Jamper. Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Der Lampenzugschalter. Die Tür mit der schwarzen Pyramide. Wow. Waren wir hier schon mal? Nein. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs, heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Hallo? Ist da jemand? Hier gibt's nichts zu tun. Nächste Tür offen. Auch nix. Eine schwarze Pyramide auf dem Schlüssel. Gehen wir zur Hotline.
Und wieder in der Astralebene. Oh nein, die Dinger. Oh fuck. Die Dinger. Komm her, Baby. Wir müssen darüber. Jetzt müssen wir uns jagen lassen. Renn, 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 renn. Weil gegen die kannst du nichts machen. Komm rüber. Die haben wir später auch noch. Die sind nicht geil. Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach... unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Ein Direktor braucht ein Team, mein Management-Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich, manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall, Marshall besonders. Meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich, weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench anrufen. Oder ihn zumindest hören. Er ist wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Ich muss zurück zu Emily. Aber die Leute reagieren heftig, wenn ich von dir erzähle. Ist es zu früh, um es Emily zu sagen? Sie könnte helfen. Und hier sind wir im Büro jetzt. Der erste geheime Weg ist offen. Jetzt kommen wir hier rein. Überall, wo Sicherheitsstufe 1 jetzt ist. Können wir jetzt reingehen? Du wirst dich in dem Spiel übrigens nie stark fühlen. Du kriegst immer auf den Sack. Immer. So, und jetzt sind wir sicher, jetzt können wir keine Waffe mehr machen. Aber hier. Sicherheitsstufe 1. Rein. Durchschauen. Später gibt es noch einen anderen Weg hier rein, aber den haben wir noch nicht. Weil wir die Fähigkeit noch nicht haben. Also hier oben. Da reinfliegen einfach. So. Ich bin in Spielen immer nervös. Warum nervös? Guck mal, hier geht's auch zum Office. So, gucken wir uns mal in unserer, ich nenne es mal Base um. Beschwerde, verschobene Toilette. Jesse, hast du die Hotline? Wie ist es da draußen? Kommunikation? Das Zischen? Ach,
Sorry, ich bin nur froh, dass du da bist. Ich habe die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich. Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling, Tomasi. Aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist zäh, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte. Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Ich weiß nicht. Sie könnte dich entdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft. Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und bitte ich suche nicht einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben. Ich sehe nach. Hi, Jesse. Ich muss erst mit dir quatschen. Wo kommt das Zischen her? Ich bin nicht sicher. Du meintest, das Zischen war hier, als du reingekommen bist? Hast du auch draußen sowas gesehen? Nein. Nein, nur drinnen. Dann kommt es von innen. Das älteste Haus ist ja so ein weitläufiger Komplex, der Durchgänge zu anderen Orten hat. Ich wüsste nicht, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Aber andererseits sind das gute Neuigkeiten. Die Quarantäne hält. Wenn das Zischen aus dem Gebäude ausbricht, wäre dies das Ende. Die Welt da draußen mag ziemlich beschissen sein, aber das Zischen sollte sie trotzdem nicht zerstören. Da stimme ich dir zu, Emily. Du hast gesagt, das älteste Haus. Was ist das? Dieses Gebäude, das Hauptquartier der Behörde, das älteste Haus, ist ein Ort, der sich ständig verschiebt. Du siehst ja, es überschreitet physikalische Grenzen. Ich war schon öfter in New York. Wie konnte ich es übersehen? Das ist eine Eigenschaft des Gebäudes. Das hier ist ein Ort der Macht. Das älteste Haus mag keine Aufmerksamkeit. Man findet es nur, wenn man gezielt danach sucht. Was für uns perfekt ist. Was wir hier tun, ist äußerst wichtig, aber nicht sicher. Die Behörde mag kein Aufsehen, also brauchen wir starke Wände, damit nichts nach außen dringt. Ohne dich hätte ich also die Eingangstür niemals gefunden. Okay. Dieser Trench. Ich höre seine Stimme in meinem... Ich mach mir schnell mal einen Kaffee nebenbei. Ist ein Geist.
Verfolgt er mich? Vermutlich kein Geist im herkömmlichen Sinn. Ein Echo vielleicht. Wenn er durch die Amtswaffe getötet wurde, deine Waffe, sind es vielleicht seine letzten Gedanken, die von der Kugel aufgezeichnet wurden. Wie eine Weltraumsonde, die Daten sendet. Ach, das ist nur eine Hypothese von mir. Ich bräuchte die Waffe, um mehr zu erfahren. Aber unter den Umständen behältst du sie wohl besser? Ich denke, das werde ich. Ja. In der Zeit lasse ich euch mal den Gesprächen lauschen. Kannst du mir sagen, was genau ein Objekt der Macht ist? Das ist alles, naja, neu für mich. Keine Sorge, ich erkläre die Grundlagen. Objekte der Macht sind weltliche Gegenstände, denen paranatürliche Energien innewohnen und die eine Verbindung zur Astralebene haben, wodurch sie kontrolliert werden können. Das unterscheidet sie von gewandelten Objekten, die zwar paranatürliche Kräfte haben, doch unberechenbarer sind und nicht im para-utilitaristischen Sinne gebunden werden können. Verstanden? Kann sie das auswendig? Verstanden. Danke. So, und jetzt noch den Hadron-Verstärker. So, bis gleich. Also verhindern HAV den Befall durch das Zischen? Scheint so. Bis vor ein paar Wochen, als Dr. Darling sie verteilt hat, hatte ich noch nie von einem HAV gehört. Ich habe meinen sofort analysiert. Er sendet eine starke Frequenz über kurze Distanz aus. Viel stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Kommt dir der Zeitpunkt nicht verdächtig vor? Doch, sicher. Dr. Darling enthüllt seine neuesten Entdeckungen normalerweise in aufwendigen Präsentationen. Die HRV hat er nur verteilt. Ich frage mich, was genau er wusste. Hat er fast hingehauen, das Timing. Kaffee trinken und pinkeln. So. Da bin ich wieder. Pass auf. Wir haben 4 Fähigkeitenpunkte gekriegt. Und die wollen wir doch direkt mal gucken. Ja. Aber was ich das letzte Mal in Control gelernt habe, lass uns Nebenquests machen. Die machen einem das Leben viel einfacher. Gesang. Das kommt es aus dem Aufzug. Mit dem Fang eines lebenden Exemplars gelöst werden. Ja. So, Fähigkeitenpunkte. Also Leben, Energie, Schaden pro mit Psi-Schlag oder Schaden durch Schleudern. Und hier gibt es dann halt auch Meilensteinbelohnungen für jeden Punkt. Wir haben jetzt 4 Punkte. 4? Die können wir doch direkt mal hier. Bam. Leben ist immer ganz gut, glaubst du mir, in dem Spiel. Die nächsten brauchen dann schon 3 Punkte. So. Waffenformplatz ist auch ganz gut. Ich hätte gern, also wir kriegen dann hier auch noch Schleudergranaten und Raketen zurück auf den Gegnern. Man sieht hier, da gibt es noch einige Fähigkeiten. Einige. Und mit 30.000 kann man zurücksetzen, aber wir wollen nicht zurücksetzen. Wir wollen eigentlich das haben. So, zu wenig Punkte hierfür, aber genug Punkte hierfür. So, dann machen wir Schleudern. Bam, zusätzlicher Waffenformplatz. Fehlt uns die nötige so, Einrichtung. Astralwerkstatt. So, Modifikationen können wir machen oder Waffenformen. Waffenformen ist der Schmetterer zum Beispiel. Den könnten wir direkt herstellen. Brauchen Quelle, nicht definierte Werte und Hauserinnerungen. So, wollen wir den Schmetterer herstellen? Komm, wir stellen den her. Bam. Direkt mal den Schmetti hergestellt. So, dann gehen wir mal eins zurück. Modifikationen. Hier können wir zufällige Modifikationen herstellen. Oder wir können Modifikationen aufwerten. So. Aber das haben wir nicht. So. Haben wir einfach noch nicht. Wir können irgendwie eine herstellen. Die sind alle verdeckt und das sind alles nur Einser. Momentan würde ich es einfach mal lassen. So, Gegenmaßnahme des Rates. Überlebenstaktik können wir machen und bekommen dann hier immer so verschiedene Sachen. Das sind verschiedene Töte Gegner ohne zu sterben.
annehmen. Strategisches Ziel, töte Zischerwachen. Sie sind keine Bedrohung. Bam, nehmen wir an. Das sind alles so Quests, die uns helfen vom Rad sozusagen. So, töte Gegner mit einem Psy-Schlag, töte Gegner durch Kopfschüsse. Wir nehmen 3 Stück, davon können wir annehmen. Warte, was? Wenn ich die abbreche, ist sie weg. So, wir machen einfach mal das hier. Die 3 nehmen wir an. Ich stelle einen Antrag bei Pop. So, wir haben den Schmetti. Da können wir doch auch direkt was reinschmeißen. Hier, exklusiv für den Schmetterer. Schaden nach Kills, also mehr Damage nach einem Kill. Abgefeuerte Geschosse plus 2. So, der ist nicht eine Art Schrotze. Schaden nach einem Kill würde ich grundsätzlich nehmen. Ist nämlich nicht schlecht. Hier, schleudern, Energiekosten weniger. Ich bleib einfach beim Leben. So. Erstmal. So, wo sollen wir hin? Zu irgendeinem Aufzug. Wo ist der Aufzug? Ernsthaft, wo ist der Aufzug? Kann ich nochmal auf die Karte gucken? So, das ist unsere Sache. Hier können wir in der zentralen Geschäftsreihe halt hier überall hier hinreißen. Unzustellbare Briefe. Jetzt können wir da automatisch in das Gebiet reinreißen und immer auf die Karte gucken. Ich wollte eigentlich nicht hinspringen. Ups. Jetzt sind wir hier. Bam, wieder. So, da wollen wir aber eigentlich gar nicht hin. So, wir bleiben weiter hier und jetzt müssen wir mal überlegen, wo war der Aufzug? So. Ich glaube, der war irgendwo von da. Es gibt verschiedene Gebiete. Wir haben aber auch alle, hier, Sector Elevator. Zeit für Arbeit. Wir treffen uns in der Wartung. Nach AT. Zugang zum Wartungssektor. Wie gesagt, der Hausmeister ist freundlich. Hier ist nichts so, wie es scheint. Hier ist nichts so, wie es scheint. Wartungssektor ist das Reich des Hausmeisters. Wenn ich Adi hier finde, kann er mir helfen, die Überbrückung zu erreichen. Vielleicht hast du mich trotz der Quarantäne in das älteste Haus gebracht. Vielleicht war es Adi. Er hat wohl den Aufzug erscheinen lassen, der mich in Trenches Büro brachte. Hilft Adi mir auch? Haben wir noch nicht, Stufe 2. Der Überbrückungsschalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Wir sehen die Gegner jetzt schon, die dann runterfallen.
Bam. Da kommen wir nicht rein. Wir müssen hier hin. Hey Crocs, hey Markus. Da kommen wir nicht durch. Das sind solche giftigen Sachen. Die Fähigkeit kennen wir noch nicht. Der ist nicht tot. Der ist definitiv nicht tot. Na Markus, alles fit bei dir? Ja, auch immer. Auch immer. Kurz gucken, ob die hier irgendwas fallen gelassen haben. Irgendwas Sinnvolles nicht. Wirklich? Ach, Nase juckt. Was ist da hin? Oh Gott! Herzinfarkt. Oh, hier wird mir echt übel. Ein Objekt der Macht. Wie ist das wohl hier? Vielleicht sind wir gerade zerquetscht worden. Vielleicht sind wir nochmal zerquetscht worden. Nein! Vielleicht bin ich gerade in den Tod gefallen. Ach, stimmt ja. Jetzt kann ich das. Oh,
Stimmt, jetzt können wir dodgen. Ich sehe nichts. So. Jetzt haben wir das. Tschüpp. Ritalimpuls. Okay, das haben wir. Das war so eine Nebenquest. Nämlich. Ah, guck mal, die Kinderserie ist wieder da. Wollen wir wieder gucken? Hallo. Wie nein, Trios geht doch. So, wir wollen dahinter. Wir haben uns jetzt das Dodgen geholt. Erstmal. Was ich heute Nacht träume. Gut gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie Satana. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Arti scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja, du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich haue die Fakten auf den Tisch. Mäkele, Sonon, Perkeles, Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht.
Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Fuchs in der Wüste. Berkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Berechtigung Stufe 2. Danke, Arti. So. Wir nehmen die Mission an. Ja. Verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Oh. Verbrenn's zum Rentier. Ich kann keine Waffe ziehen. Doch, kann ich. Jetzt haben wir den Weg hier auch frei. Was mach ich? Oh. Ich weiß halt, die. Den. Achso, wie konnte ich eigentlich nochmal Waffe wechseln? Schild, Schleudern, Flucht, ja. Zucken, Schmetterschlag, das haben wir noch nicht. Aber beziehungsweise doch. Ne, Psi-Schlag haben wir. Waffe wechseln. Waffe wechseln. F. Die Schrotze. Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Strom. Explosion. Zu viel. Pflicht des Direktors. Die Lichter. Puh. Ich würde sagen, wir machen so bis kurz nach 4, weil ich muss ja um 5 wieder weg. Beziehungsweise, ja, wir machen so bis 4, behaupte ich mal. Und wir werden aber voraussichtlich heute Abend noch ein bisschen streamen, aber dann vielleicht mal Genshin. Heute dann mal wieder. Dann heute Abend. Weil um 5 muss ich weg, aber ich kenne meine Mutter. NSC Energiequelle. Hey, hey, sind Sie neu? Sprechen Sie mit Leiter Arish in der Sicherheitskabine. Er hat das Sagen. Wir holen uns erstmal den Control-Punkt. Den Control-Punkt. Bam. Du bekommst über Mission Fähigkeitspunkte. Deswegen ist es immer nicht schlecht, das zu machen. So, hier können wir zum Beispiel auch Granaten schleudern. Stunde vorher Panik. Ja, meine Mutter ist so. So, wir holen uns erstmal das Leben. Glaub's mir, das brauchen wir. Dann hole ich mir das. Das hier und danach das. Dann können wir nicht Gegner, die rumlaufen, auch schleudern mit unserer Fähigkeit. Also aktuell halt nur Gegenstände und später Menschen oder Gegner. Ma'am! Hey! Leiter Arish, FBC Sicherheit. Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein? Ich bin die Direktorin, was willst du von mir? Sie haben alle HAV. Wir sind auf derselben Seite.
Ich bin Jesse Faden. Ich bin hier, um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben. Ja, ja, Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Ich bin... Oh, Moment. Sie sind die neue Direktorin. Zu Diensten, Ma'am. Lassen wir die Formalitäten, bitte. Stimmt, Faden. Ma'am. Wie Sie sehen können, ist die Kacke hier am Dampfen. Wir halten die Stellung, aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat, lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören. Der NSC ist ständig überhitzt und meine Leute werden erschossen, bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können. NSC? Sorry, Behördenjargon. So nennen wir die Energiequelle, das große rumpelnde Metallding. Salvador, der Sicherheitschef, bat mich, sie bei einem Angriff zu schützen. Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich. Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde. Darling, ist er hier? Ich kenne Deponia, ja. Nein, er kam vor ein paar Tagen runter, bevor alles den Bach runterging. Er war total durch, stank wie ein Bierfass. Faselte etwas von Sicherheitslücken und dass er nur einen großen HRV hatte, ihn aber woanders brauchte. Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben, bevor er ging. Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ. Darling wusste, dass das Zischen kommt. Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne, aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für sie öffnen. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern. Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut. Hören Sie, der Funk ist ausgefallen. Nein. Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden, fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist. Ich weiß, ich finde den. Hat inzwischen einen. Ich halte nach ihm Ausschau. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Ja, keine Sorge, ich nicht mehr. Halten Sie durch. Im Grunde kannst du sagen, alle, die wir finden werden. Wenn Umwandler und Kühlmittelpumpen nicht gut funktionieren, ist dieses Baby schnell wieder auf einer sicheren Temperatur. Hoffe ich. So. Nein, du wirst es haben. Ich habe es schon. Ich hab's nicht. Willst du es haben? Ich weiß nicht. Ich komme eh nicht dazu, aktuell zu spielen. Irgendwas. Das Zischen. Wir reden mal alles durch. Nicht viel. Nur was ich selbst gesehen habe. Die Besessenen wenden dieselben Taktiken an, die uns Marshall und Salvador beigebracht haben. Also hat das Zischen wahrscheinlich ihre Persönlichkeit nicht völlig ausgelöscht. Was ein ziemlich schrecklicher Gedanke ist. Oder es verwendet nur, was es in den Köpfen seiner Opfer findet. Auf jeden Fall will es unbedingt in die Energiequelle. Was glauben Sie, warum? Scheiße, keine Ahnung. Es will mir das Leben schwer machen. Arish, wer ist Arish? Was machen Sie hier, Arish? Achso, er ist es. Ich bin der Sicherheitschef der Wartung. Ich stelle sicher, dass die ganze schräge Scheiße hier unten die Wartungstruppen nicht belästigt. Salvador hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Er ist der beste Sicherheitsmann, den die Behörde je gesehen hat. Und Sie mögen Ihren Job? Total. Alle denken immer, dass die Wartung unbedeutend ist, weil wir Rohre reparieren, anstatt Berichte zu schreiben. Aber ehrlich gesagt sind das hier die tapfersten Leute im ganzen Scheißgebäude. Ich bin stolz darauf, mit ihnen zu arbeiten. Ich habe ein paar Gelegenheitsjobs mit diesen Leuten erledigt. Sie sagen, was sie denken. Das gefällt mir. Was genau ist die Energiequelle? Hören Sie, ich weiß nur, was Salvador mir gesagt hat. Aber sie generiert den gesamten Strom für die Behörde und es gibt zwei einfache Regeln. Nummer 1, sie darf eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten. Nummer 2, sie darf nie, niemals geöffnet werden. Oh, und Nummer 3, streng vertraulich, also stelle ich keine Fragen. Geheimnisse scheinen hier an der Tagesordnung zu sein. Ja, gehört alles zum Job. Was wissen Sie über die Amtswaffe? Nicht viel. Ist nur für die Direktoren. Salvador hat mir erzählt, dass er mal Trench mit ihr gesehen hat. Klingt, als könnte das Gerät ziemlich reinhauen. Ich habe zwar mal Bilder davon gesehen, aber die sah anders aus als das Teil, das Sie tragen. Haben Sie die modifiziert? Das ist neu. Heißt neu auch gut? Unter diesen Umständen ist neu das Beste, was wir haben. Arti. Kennen Sie diesen Arti? Natürlich. Er ist mein liebster Pausenkumpel. Der Typ hat ein paar schräge Geschichten auf Lager. Er weiß wahrscheinlich mehr als jeder andere hier. Wenn man versteht, was er sagt. Wissen Sie, wo er herkommt? Ich tippe auf Schweden. Spielt das eine Rolle? Unter manche Steine sollte man einfach nicht schauen, wissen Sie? Okay. Nice. Ich sollte weiter. Die Quarantäne wartet. Ja, nicht nur die Quarantäne. Lass uns noch mal kurz gucken, ob hier was ist. Nö. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, noch
Also wir haben Kühlpumpen. Ist es noch nicht ausgestanden? Ist es nicht, keine Sorge. Wir haben ein paar Sachen zum Reparieren. Tatsächlich. Aber das können wir uns bis nächstes Mal aufheben. Ich speichere jetzt hier. Beziehungsweise, wir können mal kurz noch in die Astralwerkstatt schauen. Wir haben ja nicht neue Waffenformen. Wir können den Griff aufwerten oder den Dreh aufwerten. Also ja, wir können auch dann auch Waffen aufwerten und damit werden sie etwas besser. Also Waffenschaden wird stärker und die Modifikation. Aktuell schießen wir meistens mit dem Griff. Das ist die Pistole. Fähigkeiten haben wir keine. Das ist der Griff. Ich habe eigentlich das Spiel fast nur mit dem Griff gespielt. So, wir haben hier Lebensregeneration durch Sammeln von Dingen. Und das ist besser. Also legen wir das an. Das bringt zwar 3% mehr, aber gut. So, alles andere zerlegen wir. Das legen wir an. Guck mal, haben wir nochmal eins besser gekriegt. Das ist alles noch gewöhnlich. Weil wir die echt brauchen. Also Waffenmodifikationen. Das können wir zerlegen. Das ist hier für den Dreh. Den haben wir noch nicht. Also macht man auch erstmal weg. Also als anfangs ist es eh relativ egal. Wir haben hier kleinere. Also hier unten ist die Hauptmission. Hier sind kleinere Missionchen. Da haben wir gerade 3 aktiv. Die kriegen wir so nach und nach hin. Ich würde jetzt aber speichern. Und wir gehen zurück ins Menü. Denn ich habe gesagt, bis 4, jetzt haben wir so 5 vor 4. Ich werde es nicht mehr bis zum nächsten Kontrollpunkt schaffen. Und damit würde ich sagen, das war erst einmal Control für heute.